Zo, zur vier von neuen Bundesrat, ein Wattländer Weisse. Sonntag. Ohne mich. Also ich trinke den Parmelin nicht. Die Leonore ist eben nicht ganz zufrieden mit den Bundesratswahlen. Nein, die SVP hat doch den Parmelin zusammen mit dem Gobi als Nebendarsteller auf das Ticket genommen, damit nachher sicher ist, dass dann auch der Finanzschnügel Eschi gewählt wird. Und was macht die Linke? Aus Trotz, sie wählt den Balsche. Mal säuferli, Eleonore. Es ist doch auch toll, dass wir bürgerlich eine Verstärkung in der Landesregierung bekommen haben. Und für den hyperaktiven Verrechnungssteuerspezialist aus Zug, dem seine Zeit kommt schon noch. Ach was, ein falscher Weibauer im Bundesrat. Das bedeutet laissez-faire, oder wenn wir auf Deutsch sagen Larifari. Es kommen die grössten Herausforderungen auf unser Land zu. Das sagen alle. Und das sagt vor allem meine beste Freundin. Du hörst ein bisschen viel auf deine Freundin. Ja. Sie ist eben ein Fan von ihr. Das wäre allerdings die beste gewesen für den Bundesrat. Weil sie hat... Ah, da ist sie ja schon. Einfach reinkommen, Maggie. Also wenn jemand in Bern oben das Chaos kann beseitigen, dann sicher nur Magdalena Martullo. Salieli, Hermann. So machen wir da wieder Gipfler TV, hä? Ja. Ja, der Vater macht ja auch so etwas Ähnliches. Komm, erzähl doch mal, wie war es am Mittwoch bei der Bundesratswahl? Erzähl! Eine elend, lange, ineffiziente Sitzung, ohne straffe Führung. Im chinesischen Parlament kommt so etwas nicht vor. Und nach dem ersten Wahlgang sage ich noch zum Anstoß: Achtung, Adi, der Eschi breaks down. Ja, so ist es ja dann auch rausgekommen. Der Roger Köppel hat ja während der Abschiedsrede von der Frau Wittmer-Schlumpf auf seinem Laptop... Nein, der macht jetzt alle so einen Lärm, darum hat keine Ahnung haben vom Ratsbetrieb. Der Köppel hat eigentlich den Rapport schreiben, den der Vater von ihm verlangt. Ja gut, der Köppel ist auch verunsichert und eifersüchtig, weil er Angst hat, der Eschi sei jetzt der Lieblingszögling vom Vater. Ja, der hat er immer, du. Lieblingszögling bin, denke ich. Ja, aber es sind beides gefreute Buben. Also ich würde beide adoptieren. Jetzt aber. Magdalena, du nimmst sicher auch einen Schluck Tee. Nein, nein. Wieso nicht? Keine Lust.